der 13. April ist Make-up-Coach-Tag. Hallo! Willkommen bei Make-up-Coach. Am 13. April ist Make-up-Coach-Tag und auch dieses Jahr haben wir super, super schöne Sachen für dich überlegt. Ist ja unser Geburtstag und unser Geburtstag soll auch dein Nicht-Geburtstag sein. Nicht-Geburtstag gibt es bei Alice im Wunderland. Ich erzähle es jedes Jahr wieder und jedes Jahr bekommst du auch Geschenke von uns. Was gibt es Neues? Ha! Ich habe mir was richtig, richtig Cooles ausgedacht. Da ja jetzt die Masken fallen, ist Schwerpunkt Mund. Die leere magnetische Fünferpalette, die kennst du bis jetzt für Lidschatten. Aber ich habe unsere 10 Lieblingslippenstifte in Fännchen gießen lassen und die kannst du jetzt beliebig austauschen. Alle 10 Farben sind hier drin. Welche das sind, liest du unterm Produkt. So. Angebot Nummer 1, ein sogenannter Set-Artikel. Die Palette mit 5 Lippenstiftfarben deiner Wahl. Also du suchst dir die 5 raus, die du möchtest von diesen 10 und damit bestückst du deine individuelle Palette. Das ist super praktisch, wenn man in Urlaub fährt, dann hat man nicht die Lippenstifte dabei. Es wäre auch praktisch in der Handtasche. Ne? Kennst du das? Du hast mehrere Lippenstifte rumfliegen und dann muss man immer mit ohne Brille gucken, wie heißt denn der überhaupt, weil das so klein geschrieben ist auf diesem pfenniggroßen Etikett, was ja auch nochmal nicht anders geht. Und so machst du sie auf und siehst ganz genau, aha, das ist der, das ist der, das ist der. Und dann trägst du den mit dem gratis dabei liegenden Lippenpinsel auf. So, ich hole den mal hier aus der Schutzhülle raus. Ist ja ganz neu. So, und jetzt bitte drauf achten, dran denken. Diese Schutzhülle nicht einmal abziehen, die kriegst du nie wieder drauf, sondern du schiebst sie nach hinten. Dann benutze den Pinsel einmal so hin und her. Ne? Dann ist der befreit von so einem, das heißt Gummi Arabicum. Das ist total lebensmittelecht. Das ist einfach nur, damit die Härchen am Anfang zusammenhalten. Übrigens auch bei Lidschattenpinseln. Ne? Einmal so machen, dann ist das Gummi Arabicum raus. So, und dann nimmst du den zum Lippen anmalen. Und danach, damit der nicht matscht, schiebst du die Hülle wieder nach vorne. Aber nur so ein Stückchen, bis die Pinselhaare damit gerade wieder bedeckt sind. Und beim nächsten Mal dasselbe Spiel wieder. Nach hinten und drüber, nach hinten und drüber. Und schon ist der ganz sauber in deiner Lippenpalette drin. So. Die sind natürlich nicht so durcheinander, sondern ich schub sie jetzt mal rein. Natürlich halten die. Das war jetzt nur, um zu zeigen, wie du die bestücken kannst. Aber das ist ja noch nicht alles, was es zu dieser Lippenpalette gratis gibt. Also einmal diesen Lippenpinsel und dann kriegst du auch noch 3 leere Fännchen mit dazu. Auch die sind magnetisch und dann kannst du deine Lippenstiftreste vielleicht von anderen Lieblingslippenstiften, weil Frauen sollen da ganz viele von haben eventuell. Und wenn das nur noch so in der Hülle ist, dann kratzt du den mit einem Löffelstielchen raus. Entweder spachtelst du den dann so da rein oder mein Tipp, aber da darf nicht zu viel drin sein, mal in die Mikrowelle stellen, so ein paar Sekunden, bis das geschmolzen ist, abwarten, bis es abgekühlt ist. Und dann kannst du auch deine andere Lieblingsfarbe hier mit reinsetzen. Und du kannst sie permanent austauschen, denn hier ist doch diese kleine Vertiefung, wo man mit der aufgebogenen Büroklammer einmal so drunter geht und schwupp ist das ausgetauscht. Die Teile, die behältst du am besten, da kannst du dann die parken, die du gerade im Moment nicht haben möchtest. Oder wenn du sagst, ach, dann nehme ich mir einfach eine zweite leere 5er Lidschattenpalette. Beziehungsweise in dem Falle dann eine Lippenpalette, also eine Leerpalette. Dieses Teil mit deinen 5 Farben, denn du suchst die aus, die sind nicht vorbestückt. Und diesen 3 Fännchen und dem Gratispinsel kriegst du am Make-up-Coach-Tag zu einem wirklich sehr, sehr speziellen Sonderpreis.
Vom 14. bis Ostermontag gibt es dann den normalen Sonderpreis. Und ab Dienstag ist das Angebot vorbei. Dann gibt es das zum ganz normalen Preis. Also wenn du jetzt dabei sein möchtest, dann empfehle ich dir 13. April, such sie dir zusammen, aber sei bitte nicht enttäuscht, wenn das eventuell ein paar Tage dauert. Dieses Jahr fällt der Make-up-Coach-Tag mit Ostern mehr oder weniger zusammen. Ne? Make-up-Coach-Tag ist Mittwoch, dann haben wir den Donnerstag, da arbeiten wir ganz schnell dran, die meisten Bestellungen auf den Weg zu bringen. Aber dann kommt Karfreitag, Samstag, Sonntag, Montag, da werden auch wir mit großer Wahrscheinlichkeit nicht arbeiten. Vielleicht mache ich mit einem oder zwei meiner Mädels, weiß ich aber noch nicht. Dann fangen wir am Dienstag erst wieder an. Also bitte nicht am Mittwoch, nach dem Mittwoch fragen, wo bleibt meine Ware? Wir arbeiten wie die Teufel, aber versprechen können wir nichts. Die ersten Bestellungen, die jetzt eintreffen beim Make-up-Coach, die werden auch am Mittwoch und am Donnerstag bearbeitet und gehen dann schnell raus. So, aber das ist ja lange nicht alles. Ne? Also diese 10 Farben kannst du auch einzeln bestellen übrigens. Aber ich rate dir dringend ab, das in eine Lidschattenpalette mit reinzusetzen. Kann man machen, dann solltest du aber irgendwie ein Stückchen Folie immer da so drauflegen, weil kann man sich ja vorstellen, wenn man nebenan im Lidschatten rührt, das staubt dann auch ein bisschen auf den Lidschatten, also auf den Lippenstift drauf und bleibt da auf dieser Fettcreme haften. Wenn überhaupt, dann ne, mit einem ganz dezenten Ton daneben, aber eigentlich eher nicht. Lidschatten ist Lidschatten, Lippenstift ist Lippenstift. So, jetzt der Knüller. Haha, ich höre schon die ein oder andere schreien vor Glück. Denn da sind die Lidschattenpinsel 1, 2 und 3 in kurz drin. Ich hätte natürlich jetzt auch schon mal welche hier draußen haben können, aber ich wollte mit dir den Augenblick erleben, die hier rauszuholen. Und ne, das kann man natürlich dann auch weiterverwenden für Pinsel. Ist einfach für Mädchen. Ne? Also ich stehe total auf sowas. So, und da sind sie. Lidschattenpinsel 1, 2, 3 in der praktischen Reisegröße. Oder wenn man am Kosmetikspiegel arbeitet, also am Vergrößerungsspiegel, damit man da nicht so anklappert. Ha. Auch zum Sonderpreis am Make-up-Coach-Tag. Wir haben noch was. Ha, wir haben was. Da sagst du jetzt, jetzt ist sie ganz durchgedreht. Ist dir vielleicht aufgefallen, dass meine Mundwinkel nach oben zeigen? Klar, ich lächle jetzt ein bisschen, weil ich kann gar nicht anders, weil es Make-up-Coach-Tag, aber Mundwinkelheber. Ja, es steht drauf und es ist auch drin. Make-up-Coach Mundwinkelheber. Wie das Ganze funktioniert, siehst du im Extrafilm unterm Produkt, ne? Ganz genau erklärt. Und dieser kleine magische Stift, der hebt dir die Mundwinkel und ist vielleicht auch dein Retter in der Not, wenn du nur ganz, ganz kleines Gepäck dabei haben kannst und du brauchst nochmal Concealer. Hier auf der Seite habe ich eben mal so ein bisschen nachgezogen, beziehungsweise da war noch nichts drauf und hier ist kein Concealer. Und dieser Unterschied zwischen Mundwinkelheber da und kein Mundwinkelheber, nämlich gar nichts da, ist schon gewaltig. Er ersetzt nicht unseren galaktischen Concealer Bigaboo, aber ne, wenn es mal schnell gehen muss oder man ist irgendwo, man kann eben nur so ganz kleine Sachen mitnehmen, dann nimmst du den mit und benutzt den auch mal ausnahmsweise als Concealer, tupfst den so auf mit dem Finger, habe ich aber alles erklärt und abpudern nicht vergessen. Mundwinkelheber. Der ist auch bis Ostermontag zum Very Special Price. Und danach geht er ganz normal ins Sortiment. So. Zu jeder Bestellung packen wir das dazu. Was ist das? Sieht komisch aus. Also man könnte es als Untersetzer benutzen, ist ja Silikon. Aber es ist eher gedacht, um den Körper zu peelen. Also jetzt, ne, wenn so langsam wieder schöner wird und man hat zum Beispiel so ein bisschen Hornhaut so ne, an der Ferse, hier an den Ellenbogen oder man sagt, ach, ich möchte einfach mal die Haut ein bisschen durchbluten, dann nimmst du den mit unter die Dusche
und peelst deine Haut damit und ja, kannst den dann aufhängen. Aber der Hammer kommt ja noch. Ich hoffe, dass ich jetzt hier nichts vergesse. Siehst du aber alles im Newsletter, was es gibt, ne? Sollte ich was vergessen. Du erinnerst dich vielleicht, dass wir im Adventskalender einen blauen Beutel hatten. Hier kommt etwas viel Besseres. Der Kulturbeutel mit einem kleinen Täschchen. Das ist jetzt hier drin festgemacht. Ich knipse es mal ab. Da kannst du dann zum Beispiel Schlüssel oder Schmuck reintun. Da passt eine Menge rein. Das knippst du dann an, dann brauchst du es auch nicht zu suchen. Oder noch so ein Etui. Entweder für die Zahnbürste, wenn die feucht ist auf dem Rückweg, oder für deine Pinsel, wenn du sagst, ah, die möchte ich schön geordnet haben in der Tasche, dann ist das dabei. Ich mache noch mal einen anderen Film, wo ich dir zeige, wie man das ganze Teil bestücken kann. Ich fahre seit Jahren mit meinem blauen Beutel in Urlaub, weil der wiegt nichts, was weiß ich, vielleicht 10 Gramm oder so. Also super, super leicht, aber du siehst es am Boden, ganz schön groß. Und das Tolle, da sind so Schlaufen drin. Also hier sind so Fächer aus Mesh-Material und auf der anderen Seite sind breite Gummischlaufen. Das heißt, du stellst da alles rein, was stehen soll, klappst das im Hotel so um, es bleibt ja stehen. Die Pinsel brauchen keinen Köcher und gar nichts, die bleiben auch da drin. Da arbeitest du mit, stellst wieder rein. Und die anderen Sachen sind in der Mitte. Und zum Schluss, wenn du fertig bist, machst du da nur so Creme rein, kleines Haarspray rein, ziehst zu und dann ist alles super, super gut eingepackt. Im Adventskalender gab es den ab 70 Euro. Wir haben Make-up-Coach-Tag. Dann gibt es den ab 55,55 Euro. Und ich kenne dich doch, ne? Du möchtest doch die neuen Sachen sowieso haben. Diese Lippenstiftdinger, ne? Du wirst so kreativ. Du glaubst es gar nicht. Jetzt noch nicht. Vor allen Dingen, das Tolle ist, du kannst die ja alle beliebig untereinander mischen. Das heißt, wenn du sagst, ja, ich mache, wie ich das jetzt hier gemacht habe, erstmal etwas dunkleren Ton. Hier habe ich zum Beispiel auch den Konturenstift Weinrot genommen. Und dann nimmst du den passenden Lippenstift. Aber die Mitte habe ich dann nochmal aufgehellt. Einfach noch so ein bisschen was Helles drüber gegeben. Und das ist, wenn man das mit zwei Lippenstiften machen möchte, ein bisschen unpraktisch. Das geht, aber dann hast du immer den dunklen Lippenstift auf dem hellen so oben drauf. Weißt du, was ich meine? Ne? Wenn man einen so nimmt und den hellen dann nochmal drüber, dann klebt der dunkle immer an dem hellen, da muss man immer so ein Tuch abwischen. Gibt es jetzt nicht mehr. Machst du mit dem Pinsel aus diesen Fännchen oder du mischst den direkt aus dem Fännchen. Oder du nimmst nur 4 von den 5 Tönen, lässt eins frei und lässt dieses Fännchen, das leere Fännchen auch frei und mischt aber so ein bisschen so hin und her in diesem einen Töpfchen. Unendliche Möglichkeiten. Herrlich. Ich liebe diese Baukastensysteme, weil bei Make-up-Coach kannst du alles miteinander kombinieren. Oder du gibst in so ein leeres Fännchen nochmal ein bisschen Lippenpflege. Wenn du sagst, den Farbton finde ich toll, aber den hätte ich gerne noch so ein bisschen geschmeidiger. Du weißt nur, je geschmeidiger ein Lippenstift ist, desto eher ist er dann auch wieder ab. Ach, was erzähle ich? Du kennst dich doch aus. Make-up-Coach-Tag. Toll, oder? Immer, immer wieder gerne mit dir. Ich weiß nicht, ob ich jetzt was vergessen habe, aber das siehst du ja dann im Newsletter und du siehst es auf unserer Seite. Ach, und jetzt erstmal einen Daumen hoch für den Make-up-Coach-Tag. Ich werde da so ein bisschen sentimental an dem Tag. Gehört dazu, weil ist ja unser Geburtstag, ne? Und dein Nicht-Geburtstag. Da gibt es Geschenke. Bis bald. Tschüss. Ach, und frohe Ostern, ne? Weil, doch, wir sehen uns vorher nochmal. Wir sehen uns vorher nochmal mit einer ganz spannenden Geschichte.
Guckst du Samstag rein? Klar, ne? Sehen wir uns Samstag. Tschüss, bis Samstag. Aber jetzt muss ich erstmal ran, ne? Wir haben Arbeit und Arbeit und Arbeit und Arbeit für dich. Wir beeilen uns, wir geben Gas, damit du die Sachen ganz schnell bei dir hast.